Du solltest jetzt gehen, Zacharias. Der Weg nach Jerusalem ist weit und heute wird es heiß. Ich bin doch nur einen Tag unterwegs. Sehr anstrengend wird es also nicht. Der Dienst, den ich im Tempel ableiste, bedeutet mir sehr viel. Was ist los? Ich denke oft an unsere gemeinsamen Zeiten, Elisabeth, und an all die schönen Dinge, mit denen wir von Gott beschenkt wurden. Ja, nur mit einer Sache wurden wir nie gesegnet. Ich weiß, Zacharias, aber wenn Gott gewollt hätte, dass wir Kinder bekommen, dann hätten wir längst welche. Geh jetzt. Wir alle dienen Gott auf unterschiedliche Weise. Neuankömmlinge, nun zu euch. Wer von euch noch nie das Räucheropfer dargebracht hat, soll näher treten und eine Nummer ziehen. Die Nummer, auf die wir uns geeinigt haben, ist die 43. Und denkt daran, wer immer von euch die Ehre erhält, die Räucheropfer durchzuführen, genießt bis an sein Lebensende den Segen des Himmels. Nun hebt alle eure Finger. 1, 2, 16, 17, 28, 27, 41, 42, 43. Zacharias, du wurdest auserwählt, das Räucheropfer darzubringen. Und dich wähle ich aus, mich dabei zu unterstützen. Keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Ich komme, um dir zu sagen, dass deine Frau Elisabeth einen Sohn bekommen wird, den du Johannes nennen sollst. Du wirst überglücklich sein bei der Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen. Denn Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er soll weder Wein noch Alkohol anrühren. Der Heilige Geist wird ihn erfüllen, sogar schon vor seiner Geburt. Er wird viele Männer und Frauen in Israel zu Gott bekehren. Und er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Elias. Er wird das Volk auf das Kommen des Herrn vorbereiten und wendet die Herzen der Väter zu ihren Kindern. Und die Ungehorsamen werden wieder den Willen Gottes achten und tun. Wie kann ich sicher sein, dass das wahr wird? Ich bin doch schon ein alter Mann und meine Frau ist mittlerweile auch recht betagt. Ich bin Gabriel, der vor Gott als Diener steht und gesandt wurde, um mit dir zu sprechen und dir diese Nachricht zu überbringen. Ab sofort sollst du stumm sein, unfähig zu sprechen, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge wahr werden. Denn du, Zacharias, hast meinen Worten nicht geglaubt, obwohl sie in Erfüllung gehen. Schon bald. Der Abendsegen verzögert sich. Ich verstehe nicht, warum Zacharias so lange braucht, um den Weihrauch zu opfern. Was ist geschehen?
Zacharias hatte eine Vision. Ja, und seine Stimme wurde ihm genommen. Segne und schütze dich, der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr gebe dein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Warum sind die Menschen nur so fasziniert von diesen Dingern? Naja, sie sind eben unterhaltsam. Ich finde sie eklig. Klebrig! Charlie, was sagt man, wenn man gerülpst hat? Hui! Es reicht! Ich weiß, dass deine Mutter für Mrs. Patterson babysittet, damit sie ihre Weihnachtseinkäufe machen kann. Aber warum müssen wir uns jetzt mit Charlie rumschlagen? Ach komm schon, Joy. Wo ist deine Feiertagsstimmung? Außerdem, alle Leute mögen kleine Kinder. Die sind süß, knuffig und einfach unberechenbar. Ich mag kleine Kinder. Aber Charlie ist... Sucht mich! Charlie, komm zurück! Charlie! Und er ist Richtung Charlie! Da ist er ja! Krieg mich nicht! Wetten doch! Gizmo kommt zum Einsatz! Sehr gut! Halt ihn fest, Giz! Aber wir hätten mich! Na warte, wenn ich dem in die Finger kriege! Charlie! Er ist schon wieder weg! Was machen wir jetzt? Wir fangen ihn, beringen ihn und setzen ihn im Wald aus! Hallo, Kinder! Ich wollte gerade das Abendessen für Charlie machen. Habt ihr zwei auch Hunger? Hey Mama, Joy hilft dir bestimmt gern. Sie hat mir gerade gesagt, wie sehr sie kleine Kinder mag. Na, das passt ja perfekt. Du kümmerst dich um Charlie, machst ihn sauber. Und ich schaue so lange nach seiner Suppe. Sieh, was du angerichtet hast. Ich will mich nicht um Charlie kümmern. Nicht jetzt und auch sonst nicht. Sonst nicht. Superbuch! Ein Superbuch, jetzt nicht! Leute, ich könnte doch auf Charlie aufpassen, während ihr... Charlie! Gizmo! Oh, das ist nicht gut, Leute! Ich bringe euch zu einem Ehepaar, das gelernt hat, dass mit Gott nichts unmöglich ist. Guter Fang, Joy. Du bist eben ein Naturtalent, wenn es um Kinder geht. Laut meiner Geosensoren sind wir in Emkerem gelandet, einer kleinen Stadt westlich von Jerusalem. Und die Zeit ist kurz vor Christi Geburt. Charlie! Au! Ach, na, das ist ja toll. Wir müssen wieder nach Hause. Wie sollen wir auf Charlie aufpassen, wenn wir 2000 Jahre... Leute, pst, da kommt jemand. Sei jetzt still. Du sollst still sein. Joy, halt den Rand. Sag das Charlie, Achsack. Guten Tag, Kinder. Hallo. Guten Tag. Sind du und dein kleiner Bruder neu in Enkerem? Mein Bruder? Was? Nein, wir sind nicht verwandt. Ich passe ein bisschen auf ihn auf. Ja, wir sind nur auf der Durchreise. Oh. Ihr könnt bei uns wohnen, wenn ihr kein Zuhause habt. Mein Mann ist nämlich diese Woche in Jerusalem, um seinen Dienst im Tempel zu verrichten. Und es wäre schön, mal so ein Kinderlachen in unserem Haus zu hören. Haben Sie denn keine Kinder? Leider nicht. Ich habe mir immer Kinder gewünscht, wurde aber nie mit einem gesegnet. Und jetzt bin ich zu alt. Aber Sie kennen ja das Sprichwort, was dem einen die Nachtigall ist, dem anderen... Au, Charlie! Mein Kind, du wirst vielleicht auch bald heiraten. Oder möchtest du etwa keine Kinder haben? Heiraten? Ich? Ich bin 12. Aber es ist der Brauch, dass dein Vater dich schon sehr bald einem Ehemann verspricht. Und zwar schon in den nächsten Jahren. Du bist zwar meine beste Freundin, aber ich habe meiner Mutter versprochen, die Schule zu beenden, bevor ich eine Familie gründe. Charlie, komm, sei brav. Ich hatte dich doch fast beruhigt. Darf ich? Ach, wie
Vergnügen, sag ich nur. Der macht dich fertig. So, ja. Du bist ein hübscher kleiner Junge. Elisabeth, Zacharias ist etwas geschehen. Zacharias? Was ist denn los? Elisabeth, Zacharias kann nicht mehr sprechen. Er hatte eine Vision und dann war seine Stimme weg. Krass. Zacharias? Oh. Das hat er geschrieben. Ein Engel ist mir erschienen und hat gesagt, dass du ein Kind kriegen wirst. Was? Ich habe leider Gottes Plan in Frage gestellt. Deshalb hat er mir meine Stimme genommen, bis sich seine Prophezeiung erfüllt hat. Elisabeth? Woher weißt du überhaupt, dass du kleine Kinder magst oder nicht? Also, weil du ja noch keine hast. Mein ganzes Leben habe ich mir schon Kinder gewünscht, Joy. Aber mit jedem Jahr, das verging, wurde es immer unwahrscheinlicher. Nun ist mir klar, dass Gott einen speziellen Plan für mich hat. Für ihn auch. Ein Kind zu bekommen ist eine so große Verantwortung. Ich meine, du bist sehr vorsichtig und du hast das Haus seit 5 Monaten nicht mehr verlassen. Ja, und mein Baby wird mit jedem Tag größer. Joy, könntest du die Gewürze für das Lamm fertig zubereiten? Ja, aber klar. Dankeschön. Hey, Joy! Ich habe die alten Videos in Gizmos Speicher durchgesehen, um festzustellen, ob wir Elisabeth und Zacharias schon mal getroffen haben. Haben wir aber nicht. Also haben wir Zacharias nach seiner Familiengeschichte befragt. Und weil er ja nicht reden kann, haben wir die Fragen aufgeschrieben und Gizmo übersetzen lassen. Christina, was du angerichtet hast! Joy, jetzt hör doch endlich mal zu, es ist wirklich interessant. Zacharias schrieb, meine Frau Elisabeth und ich stammen von der Familie von Aaron ab. Und mit Gizmos 3D-Drucker kann ich perfekt nachbilden, um wen es hier geht. Gizmo? Mit meinem 3D-Drucker gelang es mir, Figuren von Moses und Aaron zu kreieren, die genauso aussehen wie sie und... Giz, das bist du. Das bin ich. Der stammt eben aus einer Testreihe. Kann ich das jetzt wieder haben? Wow, du hast deine Zeit wirklich für ein 3D-Selfie verschwendet. Findest du das nicht ein bisschen komisch? Nein, Chris. Hätte ich einen lebensgroßen Gizmo-interierten Golfshorts und einen gelben Bauhelm gemacht, das wäre komisch gewesen. Wie zickig. Also, wie ich bereits sagte, ich habe kleine Figuren von Moses und Aaron nachgebaut und... Wow, ich muss schon sagen, dass die Gizmo-Figur wirklich cool geworden ist. Ups. Und er hat sogar die lebensechten Spezialgreifkrallen. Giz, was wolltest du denn über Mose und Aaron erzählen? Dass die keine lebensechten Spezialgreifkrallen haben. Gizmo! Schon weg. Also, Zacharias und Elisabeth sind also mit Mose und seinem Bruder Aaron verwandt. Die haben wir getroffen, wisst ihr noch? Das Rote Meer geteilt und so. Oh, und das Gute an den beiden ist, dass sie so konstruiert sind, dass sie die Plagen Ägyptens überstehen, nämlich Heuschrecken und Fliegen und... Es ist für das Abendessen die Gewürze für das Lamm. Joy, was Gizmo dir sagen will, ist, dass wir vor kurzem schon einmal jemanden getroffen haben, der auch mit Mose und Aaron verwandt ist. Und dann kamen wir auf, tada, ihn. Und wer ist das? Johannes der Täufer. Genau der. Wir haben ihn 30 Jahre später getroffen. Er hat am Jordan Predigten gehalten. Und die waren alle verwandt? Nehmen wir mal an, Johannes ist wirklich mit Zacharias und Elisabeth verwandt. Und wir treffen diesen Johannes in 30 Jahren, wenn er um die 30 ist. Wollt ihr etwa damit sagen, dass ihr Baby wirklich Johannes der Täufer wird? Das müssen wir ihnen erzählen. Joy, nein! Du darfst es ihnen nicht sagen! Joy, denk doch mal darüber nach, was du damit anrichten wirst! Oh nein, das ist ein Zeitstrudel! Wir können Charlie nicht zurücklassen! Joy, beeil dich! Super, Boo! Warte! Joy! Oh nein! Chris! Joy ist nicht hier! Und Charlie auch nicht! Wir müssen sofort zurück! Hey! Sieht aus, als würde da hinten jemand zelten!
Chris, wir sind auf der einsamen Straße zwischen Nazareth und Enkerem. Wir wissen nicht, wer das ist. Aber wenn wir immer geradeaus in diese Richtung laufen, können wir schon morgen Nachmittag wieder bei Joy und Charlie sein. Ja, schon gecheckt, Giz, aber ich rieche Abendessen. Das ist keine gute Idee, Chris. Oh Mann, warte auf mich. Und ich glaube, dass wir uns kennen. Sie sind Maria. Sie und Josef bekommen ein Baby, richtig? Ja, ich bin schwanger. Aber woher wisst ihr das? Chris hat euch vielleicht verwechselt mit... das ist es. Er hat sie mit einer Frau namens Elisabeth verwechselt. Sie und ihr Mann, warte, Zacharias. Ihr kennt Elisabeth und Zacharias? Elisabeth ist meine Cousine. Ihre Cousine? Ja, ich bin jetzt auf dem Weg, um sie zu besuchen. Elisabeth! Bei ihr zu Hause? Ja. Ein Engel ist mir erschienen und der sagte, dass auch sie ein Kind bekommen wird. Er sagte, habe keine Furcht, Maria. Dir wurde die Gunst Gottes zuteil. Warte nur ab. Du wirst in deinem Leib ein Kind empfangen und so einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihn Jesus nennen und er wird berühmt werden. Man wird ihn den Höchsten nennen. Der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird für immer über das Haus Jakob herrschen. Sein Königreich wird keine Grenzen kennen. Aber wie kann das sein? Ich bin eine Jungfrau. Der Heilige Geist kommt über dich. Und die Kraft des Höchsten wird sich mit dir vereinen. Deshalb wird auch dieses Kind heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Auch deine Cousine Elisabeth wird einen Sohn bekommen, trotz ihres hohen Alters. Niemand hatte geglaubt, sie würde jemals Mutter werden, doch in 3 Monaten wird sie einen Sohn zur Welt bringen. Nichts ist für Gott unmöglich. Heute Nacht wird es kalt. Bleibt beim Feuer. Morgen werden wir bei Elisabeth zu Hause ankommen. Hab ich doch gesagt, dass wir sie kennen. Marias Baby wird Jesus heißen und der Erlöser werden, der Erretter der ganzen Welt. Und das Baby ihrer Cousine Elisabeth wird Johannes der Täufer werden. Oh, sag mir doch mal etwas, was ich noch nicht weiß. Dein Schuh brennt. Du nimmst die Decke, ich schlafe beim Feuer. Er ist endlich eingeschlafen. Elisabeth, Zacharias, ihr habt Besuch. Joy, wir sind zurück. Chris, wir sind hier oben. Zacharias, Elisabeths Cousine Maria ist hier. Joy! Chris! Stimmt es, dass Elisabeths Cousine Maria die Mutter von Jesus ist? Elisabeth? Elisabeth! Gott hat dich unter all den Frauen auserwählt. Und auch dein Kind ist gesegnet. Woher weiß sie das? Ja, Maria sieht nicht einmal schwanger aus. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Als ich eben deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in meinem Leib vor Freude. Du bist gesegnet, weil du Gottes Worten geglaubt und ihm vertraut hast. Oh, wie meine Seele den Herrn verehrt. Wie mein Geist sich an Gott, meinem Erlöser, erfreut. Er hat mich, seine Dienerin, gesehen. Von nun an werden mich alle Leute als gesegnet betrachten. Der Allmächtige ist heilig und hat große Dinge für mich vollbracht. Der Herr hat mich immer geleitet. Ich war stets von seiner Treue beeindruckt. Hehehe.
Es ist ein Junge. Der Herr hat es verkündet und so ist es passiert. Zacharias und Elisabeth wurde eben ein Sohn geschenkt. Wundervoll. Ihr könnt keinen anderen Namen als den seines Vaters wählen. Nein. Sein Name ist Johannes. Was? Aber es gibt niemanden in eurer Familie, der so heißt. Zacharias, wie soll er denn deiner Meinung nach heißen? Er braucht etwas zum Schreiben. Holt ihm seine Tafel. Entschuldigung, darf ich mal? Ich hab hier seine Tafel. Er schreibt, sein Name ist Johannes. Was? Lass mich das sehen. Lobet den Herrn, den Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und erlöst. Und nun zu dir, mein kleiner Sohn. Du wirst Prophet des Höchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg bereiten wirst. Super, Buu! Wir sind zurück, heil und gesund. Kinder, Essen ist fertig. Na komm, Charlie. Ich wette, du hast Hunger. Wie immer. Hey, Joy, hast du nicht gesagt, dass... Ich will mich nicht um Charlie kümmern, nicht jetzt und auch sonst nicht. Sonst nicht. Du hast recht, das habe ich gesagt. Aber mit Gott ist nichts unmöglich. Wer weiß, welche großen Dinge dir noch bevorstehen, Charlie. Johannes wuchs heran, wurde stark im Geist und fest im Glauben. Er lebte in der Wildnis bis zu dem Tag, an dem er öffentlich vor das Volk Israel trat. Thank you.
die Zeiten und sehen die Vergangenheit. Fliege weiter.